Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, es ist sehr eng. Ja, es wird so knapp wie nie. Aber ja, liebe Freunde, wir werden am Sonntagabend das Spiel noch drehen, die SPD abfangen und die Nummer 1 in Deutschland werden, liebe Freunde. Das ist unser Auftrag, das ist unser Ziel. Wir lieben unser Land. Wir kämpfen für die Menschen. Wir wollen, dass alle in diesem Land eine Zukunft haben. Und deswegen sage ich es ganz, ganz klar. Eines wäre für unser Land ein Schaden. Schon einmal hieß es, ein rot-grünes Experiment könnte Zukunft verheißen. So trat Schröder und Lafontaine an mit Fischer und Trittin. Am Ende standen 5 Millionen Arbeitslose und ein riesiger Schuldenberg. Meine Damen und Herren, Deutschland darf nicht erneut zum Experimentierfeld linker Spinnereien werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen ist unser ganz klares Ziel, liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt nur eine Chance, dies zu verhindern. Und diese Chance besteht in einer bürgerlichen Führung, besteht in einem Kanzleramt, in dem die Union regiert. Und deswegen sind wir aus voller Überzeugung mit ganzem Herzen dafür, dass Armin Laschet, unser Kandidat, auch unser Kanzler wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn wir mal überlegen, was die letzten 16 Jahre war, liebe Angela Merkel, 16 Jahre, all das, was geplant wurde in den Stuben der Experten, der Strategen bei CDU, CSU, war alles Makulatur. Parteiprogramme waren spannend, aber nicht relevant. Denn manchmal muss man Krisen lösen, für die es keine Blaupausen und für die es keine Vorgaben gibt. Und liebe Angela Merkel, die CSU und du, wir haben ja eine spannende gemeinsame Zeit erlebt. Da gab es sehr gute und auch nahezu sehr gute Zeiten. Ich will dir aber als heutiger Vorsitzender der CSU ganz persönlich meinen Respekt, mein Dankeschön sagen und als Staatsbürger dieses Landes Deutschland auch. Du hast uns durch globale Riesenkrisen einfach hervorragend geführt. Ganz herzliches Dankeschön und vergelt's Gott für diese Leistung. Und eine der letzten Herausforderungen war und ist die Corona-Krise. Ich will es noch mal sagen, weil wir gestern Abend bei unserer gemeinsamen Fernsehrunde auch wieder die Unterschiede gespürt haben. Draußen haben auch einige gerufen und uns angegriffen. Liebe Freundinnen und Freunde, und das ist Verantwortung, nämlich Verantwortung aus dem christlichen Menschenbild heraus. Wir haben, obwohl es schwer für viele war, obwohl es nervig für manche war, obwohl es keine Frage sehr stressig war, haben wir unser Land gut durch diese Krise geführt, über 100.000 Leben allein in Bayern gerettet, fast 850.000 Menschen vor Long Covid bewahrt. Und ich will nur mal eines sagen, das ist politische Verantwortung, nicht auf Taktik schauen, sondern nach dem eigenen Menschenbild zu handeln. Und wir als CSU, für uns steht das C nicht nur im Namen, sondern wir tragen es im Herzen, liebe Freunde. Und deswegen haben wir die Menschen an der Stelle beschützt. Sie reden von der Gastro, aber wer hat die 7% Mehrwertsteuer durchgesetzt? Es war die CSU. Die Freien Wähler haben dann in der Gaststätte davon profitiert, aber nicht den politischen Weg bereitet. Ja? Wir reden von der Landwirtschaft. Manfred, das setzen wir in Europa durch. Alexander, mit einer Milliarde, die wir der Kanzlerin etwas freundlich erarbeitet haben, für die Landwirte durch, ja, wovon 40% jetzt nach Bayern gehen. Liebe Freunde, die Freien Wähler sind ja manchmal schon mit ihrer Regierungsarbeit in Bayern am Limit ihre Leistungsfähigkeit. Das kann doch nicht der Ernst sein, die glauben zu können, nach Berlin zu gehen. Wir machen wirklich für jeden freien Wähler, für jede freie Wählerin alles mit. In Nürnberg werben die örtlichen freien Wähler sogar für unsere Kandidaten. So sehe ich das richtig. Überklebt noch mal die Freien Wählerplakate. Beide Stimmen für die CSU. Das sind beide Stimmen für Bayern. Liebe Freundinnen und Freunde, das sollten wir tun.